gerade sympathisch auf Bildern und auch so, wie er sie gibt und sie euch hat, aber naja. So ein Quatsch muss er dann auch nicht sein und egal, was sie denn wählen, wenn sie überhaupt was wählen, aber das ist natürlich auch Blödsinn, was sie da machen, finde ich. Muss halt auch nicht sein. So schon schlimm genug, wenn sie alle die AfD wählen werden hier. Bin sehr gespannt auf die Landtagswahlen. Ich glaube am 4. September. Genau, wirklich zu spät. Die Sonne ist schon aufgegangen. Also ihr müsst schon aus dem Wasser raus sein. Ganz sicher, weil ich bin um 5.40 Uhr erst losgegangen oder so. Und 5 Uhr in der 30er ist unsere Sonne aufgegangen. Naja, ist auch nicht so schlimm. Hetzt mich ja keiner. Gefühlt bringt es nur meinen Tagesablauf durcheinander, aber ansonsten, naja, aber ist halt auch irgendwie mein Problem. Ne? Ah, herrlich, oder? Ist nicht schön? Ja, schade, dass wir doch ein bisschen spät dran ist. Heute bei Sonnenaufgang wirklich sehr schön, wie ihr seht. Naja, so spielt das Leben. Aber die Beeren da vorne waren auch cool, oder? Die haben erstmal schön Picknick gemacht beim Sonnenaufgang. Sind sie mir gleich sympathisch. Nicht so wie die anderen, die hier erst aufstehen. 11, wenn sie ausgeschlafen haben. Quatsch. Verschwindet die Sonne wieder so ein bisschen hinter den Wolken, ne? Das muss ich ja mal zeigen. Aber schön ist es wieder. Das ist Folge 290, glaube ich. Krass, oder? Die 500 kriege ich dieses Jahr nicht mehr voll. So wie eigentlich geplant, weil ich meine Pause gemacht habe, aber naja, 400 sollte ich noch schaffen. Das sollte, glaube ich, noch möglich sein. So, wieder zurück. Schauen, ob ich das Video noch fertig kriege. Noch ein paar andere Sachen am Rechner machen. Und dann muss ich, wie gesagt, schon um 12 bei der Arbeit sein. Heute. Auch nicht so schön. Schon wieder ein T-Shirt. Gestern der Vlog war ja nun wirklich grottig, oder? Also die Backkamera, die richtige Kamera vom iPhone, die ist ja super, die macht ja tolle Aufnahmen. Kann man einfach nichts sagen. Für so ein kleines Telefon halt, ne? Aber die Frontkamera geht gar nicht. Und Audioqualität ist ja halt scheiße. Aber gut, das war klar. Und trotzdem müsst ihr damit rechnen, dass es ab und zu mal wieder vorkommt. Hab euch ja gesagt, wir müssen jetzt hier irgendwie Kompromisse finden mit dem Vlog. Nee, also das sagt mir selber nicht zu, überhaupt nicht. Aber manchmal wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, dass ich nur das Telefon nehme oder wie auch immer. Aber haben wir auch gefühlt schon tausendmal drüber gesprochen. Also ich in den Vlogs und so. Haben wir jetzt auch schon mal drüber gesprochen, aber naja. Ich habe ja nun schon das ein oder andere Video auf dem YouTube-Kanal drauf und ich benutze ja auch immer Musik von Soundcloud und so. Haben wir auch schon mal, also habe ich euch schon mal erzählt, wie das läuft, ne? Die Künstler da angeschrieben habe, gefragt habe und so. Und ich bekomme halt teilweise noch nach Monaten Nachrichten zu irgendwelchen Videos von von YouTube, die dann sagen, hier Urheberrechtsansprüche oder sonst was, weil irgendein Label oder was auch immer, das für irgendein Sampler auch aufgesetzt hat, dann damit Musik für Geld verdienen will. Nervig. Trotzdem werde ich die Musik von Soundcloud aber weiter benutzen,
weil die Musik, die man bei YouTube bekommen kann, da irgendwie aus dem Netzwerk runterladen und benutzen darf und so. Die Musik ist so schlecht. Oh, da kriegt man Ohrenkrebs, ich weiß nicht. Manche benutzen hier tatsächlich, aber ich finde die so ekelhaft, grottig. Wirklich schlimm. Da möchte ich kein Video zu machen. Warum muss denn Scheiße sein? Ich hab die ganze Zeit überlegt, was ich erzählen wollte. Ich wollte über meine neuen Brillen sprechen. Aber das machen wir dann morgen vielleicht. Aber apropos YouTube-Netzwerk. Ich bin nicht mehr der Einzige, der auf der Insel vloggt. Die Claudia Pautz, die vloggt auch. Also wer da mal Lust und Interesse hat, mehr von der Insel zu sehen, kann da auch mal schauen. Ich schmeiß den Link unten in der Beschreibung rein. Gut. Jetzt machen wir es mal.